Unter dem Motto "In Zeiten des Umbruchs" treffen sich auch heuer rund 400 Unternehmer, Führungskräfte und Entscheidungsträger zum 15. Südtiroler Wirtschaftsforum in Brixen. Viele Stammgäste nutzen die jährlich stattfindende Tagung als Plattform für Impulse, Dialog, neue Kontakte oder Erfahrungsaustausch. Doch was macht das Thema "In Zeiten des Umbruchs, Wirtschaft und Gesellschaft im Wandel" so wichtig? Die Gesellschaft und insbesondere die Wirtschaft sind von einem dramatischen Wandel unterworfen. Ob wir Digitalisierung nehmen, ob wir das Thema Brexit nehmen, ob wir die neue Geschäftsmodelle nehmen, ob wir Mergers and Acquisitions nehmen, ganz, ganz viele Themen, die die Wirtschaft vor große Herausforderungen stellen. Fast immer hat es mit Veränderung zu tun. Nun, Veränderung findet statt mit uns oder ohne uns. Besser, wir sind dabei, gestalten aktiv mit, stellen uns diesen Themen und ergreifen die Chancen. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln gehen die Vortragenden auf die Wirtschafts- und Gesellschaftssituation hier und heute ein, teilen ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Publikum. Einer von denen ist der 35-jährige Domenic Comploy. Seit 10 Jahren wohnt er in Los Angeles, wo er sich bei der Walt Disney Company vom einfachen Mitarbeiter bis zum Projektleiter hochgearbeitet hat und hier mit Hilfe von Licht Illusionen schafft. Also mit diesem Referat geht es eigentlich nur dabei, Leute zu inspirieren, was man eigentlich mit der Technologie und der Imagination eigentlich mit der Vorstellung machen kann. Können Manager in den Himmel kommen? Diese Frage stellt Thomas Middelhoff dem Publikum in seiner Rede. Gefängnis, Scheidung, Privatinsolvenz und Krankheit. Bevor er das alles durchmachen musste, war er einer der erfolgreichsten und bestbezahlten Manager Deutschlands. Doch jetzt will er Nachwuchskräfte vor Fehlern bewahren, die zu den schlimmsten Folgen führen können. Die Dinge in unserem Umfeld, auch in unserem unmittelbaren persönlichen Umfeld, sich dramatisch verändern. Also wenn Sie heute die Nutzung eines Smartphones vergleichen mit vor 20 Jahren einem Mobile, das ist deutlich anders. Und damit verbunden entwickeln sich Veränderungen auch in unserem Sozialverhalten, auch in den Rahmenbedingungen unserer gesellschaftlichen Ordnung. Und wenn wir das nicht erkennen, wenn wir nicht versuchen, das zu gestalten, dann machen wir einen Riesenfehler und wir produzieren Probleme, die wir vielleicht irgendwann nicht mehr beherrschen können. Die Frage "viel Geld und null Bock" will der 43-jährige Wiener Gerhard Hörern, der sich als politisch oft unkorrekt beschreibt, dem Publikum stellen. Die Macht der Algorithmen, die Macht, dass Leute immer mehr chillen und sich wohlfühlen und eigentlich beherrscht werden, ihre Entscheidungsfähigkeit den Algorithmen abgeben, Alexa und Google und Facebook und Siri und wem auch immer, wird dazu führen, dass immer ganz wenige Konzerne und Menschen die Macht haben über den Rest der Welt. Die Leute, die die Algorithmen programmieren, die sie besitzen, die sie kontrollieren. Das heißt, dass der Mensch sein Denken nicht dem Algorithmus abgibt und sich auf keine Art und Weise vom Algorithmus oder gar von chinesischen Systemen oder selbst von amerikanischen Systemen beherrschen lässt. Das ist die große Gefahr. Öffentliche Verschuldung, eine tickende Zeitbombe? So lautet das Thema vom italienischen Ökonom Carlo Cottarelli. Ich glaube, dass das Problem uns nicht sofort einholt, aber wir müssen es lösen. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass dasselbe passiert wie im Jahr 2011, als keiner mehr Italien Geld leihen wollte. Zum Thema Innovation in Familienunternehmen, das Beste ist der Feind des Guten, spricht Daria Illy im Skype-Vortrag. Sie teilt ihre Erfahrungen mit, wie sie ihre Arbeit und Reisetätigkeiten mit der Zeit in der Familie verbinden kann. Die Besucher können auch nächstes Jahr neue Impulse im Südtiroler Wirtschaftsforum 2020 erwarten. Der genaue Termin wird demnächst bekannt gegeben.